Moin, heute stellen wir uns mal die Frage, wo ist eigentlich Jim? Jim, das einzige Mitglied der Forsaken Shores Allianz. Jim ist nun seit über einem Jahr verschwunden und es gibt keinerlei Anzeichen von ihm. Jetzt kommt nämlich die Frage, kommt Jim wieder oder ist das überhaupt möglich? Vielleicht ist ja auch noch etwas komplett anderes passiert. Die meisten werden Stitcher Jim noch kennen. All diejenigen, die erst später in die Sea of Thieves dazugekommen sind, als Jim dann schon verschwunden ist, hier eine kleine Einordnung, wirklich nur ganz im Groben. Jim erschien erstmalig mit der neuen Region Devil's Roar und war Teil der Forsaken Shores Allianz. Zu dieser Allianz gehörte Jim und seine Crew und darüber hinaus auch noch die Crew von Grace Morrow. Beide Crews konnten mit Hilfe des Shroudbreakers, welcher vorne an einem der Schiffe angebracht war, durch den Derrid Shroud fahren, also den Nebel, welcher die Sea of Thieves umgibt und eigentlich kein Durchkommen möglich macht. Durch den Shroudbreaker konnten sie dann die neue Region Derrid's Roar erkunden. Die Crews fanden die Kiste der wundersamen Geheimnisse, eine Kiste, von der bis heute nicht ganz klar ist, was sie alles beinhaltet, und Jim entschloss sich, die Kiste für sich alleine zu beanspruchen und seinen eigentlichen Meister, dem Goldhoarder, zu übergeben. Folglich tötete er seine komplette Crew auf verschiedene Arten und Weisen und auch die Crew von Grace brachte Jim um. Lediglich Grace entkam einem Giftattentat auf ihrem Schiff, welches dann später aber in einem Sturm zerschellte. Jim wandte sich dann aber später sogar dem Goldhoarder ab und trat der Gefolgschaft von Flameheart ein, nur um dann selber im Verlauf von Flameheart verraten zu werden. Seit dem Moment seines Verrats ist Jim komplett verschwunden und es gibt scheinbar keine Anzeichen, dass er wiederkommen wird. Erst vor kurzem sah es aber so aus, als würde Jim eventuell doch wiederkommen. Mit dem Trailer des neuen Adventures wurde ein Ritual offenbart, welches eine Wiedererweckung zeigt. So war mein erster Gedanke, dass es sich bei der Wiedererweckung um Jim handeln könnte, denn dieser wurde wahrscheinlich durch eine Truhe des Thorns verflucht und könnte als neuer Aschenlord wiedergeboren werden, um dann für Flameheart einzustehen. Aber diese Anzeichen waren leider falsch. Im Laufe des Adventures erfahren wir nämlich, wer wiedererweckt werden soll, also kurze Spoilerwarnung. Es wird der Herold der Flammen, also Flameheart höchstpersönlich. Somit stellt sich aber immer noch die Frage, was ist mit Jim? Wurde Jim einfach vergessen? So dumm das gegebenenfalls klingen mag, so habe ich das Gefühl, als hätte Rare Jim ein wenig aus den Sea of Thieves gekegelt und dass dieser vielleicht einfach gestorben ist und gar nicht verflucht wurde. Er hatte seine Dienste an Flameheart geleistet und aus der Sicht von Flameheart würde es auch durchaus Sinn ergeben, Jim den Garn auszumachen. Denn warum sollte man einen bekannten Verräter, den man dann selber verraten hat, in seinen eigenen Reihen haben wollen? Die Gefahr wäre meiner Meinung nach viel zu groß, dass Jim auch in einer Skelettform gegen seinen einstigen Meister schießen könnte. Flameheart ist schließlich so etwas Ähnliches mit Wanda ebenfalls passiert und nun steht eine komplette Fraktion mit den dunklen Brüdern gegen den Herrn der Flammen. Ich gehe aber nicht davon aus, dass Jim komplett unter den Tisch gekehrt wird, sondern dass mindestens sein Skelett, wenn auch komplett tot irgendwo, wieder auftauchen wird. Ich meine, selbst Totgeglaubte kommen ja wieder und hauen dann auch wieder ab, beziehungsweise sind dann, denk mal, endgültig tot. Warten wir mal ein klein wenig ab, wie es da weitergehen wird. Ansonsten gehe ich davon aus, dass wir von Jim auch in den nächsten Monaten wahrscheinlich nichts mehr hören werden. Erstmal. Vielleicht wird sich Rare im Hintergrund auch wirklich Gedanken machen, wie es mit diesem kleinen Verräter weitergehen kann. Momentan sieht es aber so aus, als wäre Jim wirklich komplett draußen aus den Sea of Thieves und wir werden so erstmal nichts mehr über ihn erfahren. Gerade weil ja auch momentan die Story rund um Flameheart nochmal richtig Fahrt aufnimmt und zum Beispiel auch der antike Krieger wiedererweckt werden soll, so glaube ich, wird Jim erstmal in den Hintergrund geraten und es wird halt einfach nochmal ein klein wenig dauern. Aber eure Gedanken, was mit Jim passiert sein könnte und ob er überhaupt wiederkommt, gerne mal in die Kommentare. Ansonsten war es soweit von meiner Seite, ich bedanke mich noch recht herzlich fürs Zuschauen und dann sehe ich euch an Bord, euer Chef.